Hey, willkommen zu einer neuen Kochshow mit Cooking Mama 2. Gut, lass uns was kochen. Für wen kochen wir denn mal? Ah, wir kochen auf den Oma. Da hat's ja beim letzten Mal nicht geklappt. Was will der Opa essen? Die Schwarzwurst. Was will der Papa denn essen, Schönes? Das hab ich aber noch nicht, Alter. Schicks. Natürlich, amerikanisch, die kann ich gut was. Panna Cotta. Ach, dann probieren wir nochmal was von der Oma. Machen wir nochmal ein Aalreisgericht. Reiswein, Zucker und los geht's. Komm. Wir rühren und rühren, rühren. Ja, ist nicht perfekt geworden. Ach schon wieder, das kann man ja nicht im zweiten Teil noch durchziehen, einfach. Abschneiden, abschneiden. Fertig! Okay, es ist eine ganz fast durchstechen. Jetzt, wo ich ein bisschen Ruhe habe, klappt das auch. Und ein bisschen Übung drin hab. Ja, ich koch in diesem Spiel auch nebenbei ein bisschen. Wir bekommen dann halt ein Händchen dafür. Und ich hoffe, es klappt jetzt alles so, wie es sein soll. Natürlich mache ich die nicht auf den gleichen Emulator, damit die Safe Games nicht überschrieben werden. Okay. Eigentlich diesen Aalgericht habe ich vorher noch nicht gemacht. Was? Schwupp, drehen. Nein, drehen. Nein. Oh. So. Nein, du sollst da schon so bleiben. Oh. So. Was hier heißt. Hier wird schon eingepinselt. Hier. Nee, das Ding ist jetzt nicht so schön geworden. Ah, das ist los. Nein, nein, nein. Aalgericht habe ich echt noch nie gemacht vorher. Ich weiß auch nicht mal, wie das richtig aussehen soll. Ich glaube, das Aalgericht hört nichts. Ich glaube, das wird echt nichts. Ich muss das vorher nochmal üben. Beim nächsten Mal kriegen wir das Aalgericht hin. Das schwöre ich euch. Ich schwöre euch, beim nächsten Mal kriegen wir das Aalgericht hin. Wow, nicht geschafft, aber ich krieg einen neuen Rekord. Tut mir leid, Oma. Ist schon egal. Dann kochen wir lieber mal Meeresfrüchte dann. Und rein. Perfekt. Komm. Kreisdrehen ist irgendwie immer so eine Disziplin, wo ich irgendwie immer Probleme habe. Komm, 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 und ausschütten. Fertig. 15 Minuten. 15 Minuten. Yay. Ja, komm. Und runter damit. Und schnell. Schnipp, schnipp, schnipp. Ja, komm. Ja, komm. Und noch ein Schnitt. Ach, das war knapp.
Rad abdrehen. Ding weg, das weg. Rad abreißen. Beine weg. Rückgrat weg. Kopf abreißen. Beine weg. Rückgrat weg. Yay. Kopf. Fertig. Ah. Komm. Nein, doch. Ja. Jetzt geht's doch langsam. Ich hab nicht so viel Zeit. Die Zeit bleibt ja schon langsam weg. Komm, 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 komm. Da geht doch. Die Zeit wird knapp. Los. Warum hörst du manchmal nicht auf mich? Na, schnell, schnell, schnell. Komm, komm. Ach, Glück gehabt. Sashimi-Messer. Ah, Mist, ich fand es zu schnell. Das war nicht gut. Hab ich recht? Oh, das ging noch gut. Nein, das war nicht so toll. Das wäre jetzt peinlich gewesen, wenn ich der jetzt gefehlt hätte. So. Highspeed reiben. Fertig. Okay. Legen wir hier so hin. Da mal hin. Da hin. Dann tun wir den Kleckenklex da hin. Hier kommt was hin. Und hier so ein kleines bisschen Wasabi hin. Moment, dann weg. Jetzt hier so hin. Darauf tun wir das hier. Und das legen wir hier so hin. Und fertig ist es. Oh, probier. Probier mal, wie schmeckt's? Und? 90%! Yes! 30 Punkte, so will ich das sehen. Aber ich habe ein neues Item. Bonus! Yay! Ich sag ja, ich brauche nur ein bisschen Übung. Wie lange nehmen wir schon auf? 8,3. Oh, warte, Moment. Okay, nun, nachdem wir uns aufgewärmt haben, kommen wir mal zu einem kleinen Menü, was ich für jemanden mache. Wollen wir mal sehen, ob wir das ganze Zeug schon haben? Ob ich das alles zubereiten kann. Eine Maissuppe haben wir. Haben wir die Tintenfischbällchen? Tempura, Ravioli, Puddingfrohen, bla. Machen wir Reiscracker, Paprika-Marinade, Backbraten, Erdnussbutter. Bratener Tintenfisch. Ah, für das zweite, für den Hauptgang habe ich leider nichts. Aber wir kümmern uns jetzt mal schnell um die Maissuppe. Zieh die Touchpad in die Peilung und schneid sie. Das kann ich doch. So, komm. Und so. Na, komm. So. Komm. Und wenn ich Glück habe, kriege ich hier danach, hier nach Daniel vielleicht die Bällchen. Und schnell alles abmachen. Lal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 
Ich hoffe, ich mach das richtig. In dem Menü. Ich mach dies nämlich für die gute Naro 24. Sie hat sich ein Menü gewünscht. Na gut, ich hab sie auch angeboten. Aber sie hat sich ein Menü gewünscht, also gibt's das Menü auch. Ich jetzt mir vielleicht aufschreiben sollen. Okay. Okay, bewege die Butter hin und her. Okay. Ja. Fertig. Sieht zwar nicht perfekt, also war auch gut genug. Ich soll nur Zwiebeln anbraten, das ist echt keine Kunst. Das Wichtigste beim Kochen ist, du musst es mit Liebe tun. Fertig. Weiter. Ja. Wir müssen erstmal rühren. Dann tun wir Konsomme dazu. Rühren und rühren. Dann kommt Mais dazu. Und dann rühren wir. Und dann kommt der Salz hinzu. Und nochmal zum Abschmecken diesen Pfeffer. Dann drehen wir das Ding niedrig, damit es nicht anbrennt. Und schon haben wir den Mais fertig. Verbrauchen wir schon den Mais. Nun werden wir den gerade gekochten Mais in den Mixer stecken. Wir haben ja auch mal einen ziemlich kaputten Mixer. Bei dem der Deckel dauernd abgehen möchte. Böser Mixer. Ist ein böser Mixer. Geht doch. Normalerweise hält man eigentlich auch einen Finger auf das, komm. Wollen wir ja nicht daneben gehen lassen. Ja. Raus. Und den Rest raus. Na, die Zeit ist um. Aber da sollte ich nicht gewesen sein. Schön gut gemacht. Yay. So, jetzt geht das noch alles rein für das Ende der Suppe. Jetzt tun wir das Milch rein. Rühren es nochmal um. Gehen dann auf Mittel. Mist. Da bin ich erstmal zu weit gekommen. Aber sollte die Suppe ja nicht zu schlimm. Ich würde die Suppe auch nicht zu selber anfassen. Hoffe ich. Auf die Pfeffer. Jetzt drehen wir das ganz niedrig. Und die Suppe ist fertig. Mua. Oh, sieht lecker aus. Gut, die Hauptspeise, die Maissuppe, ist fertig. Kriegen wir ein neues Gericht? Mist. Moment, ich muss schauen, was das nicht. Okay, da ich im zweiten und dritten Teil noch das noch nicht freigeschaltet habe, müssen wir hier die Octopus-Dumpling machen. Okay, als erstes müssen wir schneiden. Das war die Octopus-Beine. Tentakel. Very good. So. Das kommt rein. Und das kommt rein. Very good, this is perfect skill. Ah, ich mag es, Menü herzustellen. Ich glaube, das mache ich jetzt immer so. Ich glaube, ich werde auch jetzt immer so ein Menü machen lassen. Das ist nämlich cool. Komm, zeig dir auch, komm. Ja, very good.
Okay. Und fertig. Ja. Fertig. 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 Und fertig. Ja. Fertig. 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 Und fertig. Und fertig. Fertig. Und fertig. Fertig. Und Mist, ich hab. Das hab ich noch nicht gemacht. Moment. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich weiß, was ich mache. Okay, wir probieren es jetzt nochmal. Ich hab jetzt noch nicht ganz genau rausgefunden, wie ich das mache, aber wir sollten es auf jeden Fall jetzt besser schaffen. Wieso muss das immer so blöd sein, gerade? Das rein und das rein. Jetzt kommen weiter. Ja, jetzt könnt ihr es vielleicht ein bisschen lame finden, wenn ich das jetzt nochmal zeige, aber hey, muss ein bisschen Zeit rumkriegen. Und ich will ja alles aufzeichnen, was ich mache. Und der Fernseher läuft gerade die weiße Maschei. Ich mache den Film mit der Film merkwürdig. So, very me. Very good. So. Und ich habe einen Weg gefunden, das gut zu machen. So kriege ich das gut hin, kann ich verschütten und habe immer genau die richtige Menge. Und geht ziemlich schnell eigentlich. Okay, jetzt muss ich nur schnell reagieren. Komm, dreh. Trink, trink, trink. Ja, komm, komm. Ja. Ah, das war das, was ich will. Ah. Okay, kann man doch drei essen. Das kriege ich einfach nicht. Na gut. Muss ich halt sich mit 75 Punkten genügen. Sorry, aber besser kriege ich das nicht hin. Okay, ich muss nochmal nachgucken, was ich jetzt als drittes als Nachtisch haben wollte. Okay, anscheinend habe ich es gefunden. Das sieht jedenfalls ein bisschen danach aus und es heißt irgendwie schon. Moment. Ja, dreh das mal auf. Ein Pan-Free Butter Cake. Ich hoffe, das ist richtig. Oh Gott, Eier aufschlagen. Schneller gehen. Ah. Verdammt. Ja, alles ist gut. Genau. Gibt's nicht so dolle. Eier aufschlagen ist eines meiner Mankos, die ich noch nicht kann. Mixen kann ich locker. Mixen ist leicht. Einfach im Kreise drehen. You spin me right round, really right round. Es macht irgendwie Spaß, ein Menü herzustellen. Ey, das ist jetzt... Was? Was? Das war auf der Linie! Mann, oh, das war doch nicht das Richtige. Das ist cool. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, ich habe was Falsches genommen. Aber es heißt Pan-Fried Butter Cake. Mensch. Das? Das ist auch ein Pan-Fried Butter Cake. Fry Fish. Okay. Ich mache nochmal Pause und gehe auf den zweiten. Da gibt es auch noch ein schönes Gericht, das ich machen kann. Das eh nicht aus. So, wieder da. Und sorry, Nikaru, aber ich habe geguckt und ich habe das Menü, dieses Gericht leider nicht gefunden. Du hättest mir nicht ein Bild an ihren Namen schicken sollen, das hätte mir mehr gebracht. Aber ich mach dir mal ein paar Makronen. Ich habe das zwar noch nie gemacht, aber ich glaube, das sollte ich doch noch hinkriegen. Ich hab's geahnt.
Aber nee, nee, nee. Wenn man richtig schnell an den Touchpad an den Knie, ist die Anzeige voll oben. Ich darf das halt nicht so schnell machen. Wow, 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 wow. Okay, das war Ansatz. Das war noch gut. Okay. Das habe ich noch nie gemacht. Also, Real Life natürlich schon, aber da noch nicht. Na komm. Ich sehe es jetzt schon, es wird so miserabel. Es tut mir leid, Hikaru. Ich sollte privat noch ein bisschen mehr üben, glaube ich. Ja, ich glaube, fürs nächste Mal, wenn mir einer von euch oder Hikaru nochmal einen Auftrag für was zu essen gibt, werde ich vorher nochmal trainiert haben. Zu groß, zu klein. Das war gut. Das war wieder zu groß. Das war gut. Das war gut. Ja. Was? Und natürlich drei falsch und drei richtig. Das passt halt. Einstellen. So. Na, das kann ich. Fahren wir Teig und damit. Fertig. Das. Fertig. Juhu. Aber ich muss sagen, ich habe mich schon verbessert. Beim nächsten Mal, werde ich sogar noch besser sein. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal und das ist das Menü. Guten Appetit. Ciao.